Hey, hallo, und hier ist er wieder, Sitalipinu. Und ihr seht, wie unglaublich vertrauensvoll er sich schon anfassen und handeln lässt. Das ganze Handling ist sowas von einfach geworden und er ist so dabei und lässt so mit sich arbeiten, dass es eine Freude ist. Man sieht daran, dass er wirklich schon viel gelernt hat und sich in unserer Welt gut zurechtfindet, ohne dass er Schwierigkeiten hat. Hier kannst du sehen, wie wir weitergearbeitet haben, wo wir stehen und was alles schon möglich ist. Und wenn es dich weiter und näher interessiert, dann gehe in die Mustang Makeover Mediathek, wo du mit deinem Ticket die Möglichkeit hast, detaillierte Informationen zu kriegen über das Training und über die Ausbildungsfortschritte. Ich pfeife und singe immer gerne mit ihm, das scheint ihm irgendwie Spaß zu machen und ihn mir gewogen zu stimmen. Die Stripes auf seinem Rücken sind Tapes für eine osteopathische Behandlung, wo er etwas Unterstützung bekommen hat, seine Hinterhand zu lösen. Also lasst euch davon nicht verwirren, die kommen wieder weg. Hier sind die ersten Ausrittversuche zu sehen. Die Lenkung funktioniert noch nicht so ganz einwandfrei, aber auch ohne Bande und Hufschlag lässt er sich schon ganz gut steuern. Hier haben wir uns den Spaß erlaubt und einen kleinen Tiger in die Kiste gesetzt, die ihn jetzt verfolgt. Er beäugt es etwas kritisch, aber kommt damit schon sehr gut klar. Mehr dazu im langen Video in der Mediathek. Er lässt sich darauf ein und er bemüht sich unglaublich, alles zu lesen, was ich von ihm möchte.